Und was bringt es, wenn du an den Stein getroffen wirst? Also verlierst du deine Ausdauer? Ja, dann kriege ich ein bisschen Herz weniger. Tatsächlich. Ich könnte noch die anderen Sachen jetzt essen. Dann kriege ich jetzt ein bisschen Herzen noch zurück, weil ich nicht aufgebe. Jetzt habe ich wieder 4,5 Herzen. In der Hoffnung, dass ich... Guck mal, das ist doch bestimmt Silber, oder? Da hinten, das ist doch bestimmt Silber, oder? Bitte hab ein Herzspiel. Bleiben die Ebenen offen oder muss man die immer wieder suchen? Die muss man tatsächlich immer wieder absuchen. Ich hoffe, dass das im Spiel auch besser gemacht wird, dass es später irgendwie eine Möglichkeit gibt, sie zu speichern, so wie es in den meisten Farming-Spielen ist. Aber hundertprozentig sicher sein kann ich natürlich nicht, weil ich das Spiel nicht kenne. Gönnspiel. Nein, es ist Rohglas, Edelstein. Ach nö. Oh oh. Also ich krieg hier die geilen Sachen, aber das ist halt etwas, was ich gerade nicht brauche. Natürlich ist Rohglas, Edelstein eine coole Sache, aber was will ich damit aktuell? Das bringt nichts. Vielleicht nochmal suchen. Ah. Ich krieg keinen Weg nach unten. Das ist scheiße. Hier doch nochmal suchen. Hier könnte tatsächlich was sein. Ups, da war gerade ein bisschen Hängerchen. Ne, hier ist nichts mehr. Mann, das gibt's doch nicht. Ich finde den Weg nicht. Hier könnte er immer noch sein. Ist er hier vorne vielleicht irgendwo? Ja, hier vielleicht noch. Ich habe kein Glück da. Ich habe nur noch ein Herz und ich habe keine Sachen mehr, also keine Lebensmittel mehr. Ah, da ist er. Ich habe nur noch ein Herz, Leute. Ich bin B8. Und das ist wieder kein Silber, ne? Ich hab Pech. Ja, es ist wieder Eisen. Scheißendreck. Hat nicht geklappt. Hab nur noch ein halbes Herz jetzt, deswegen muss ich jetzt rausgehen. In Heißen und was? In Heißen? Ja, Pech. Oh, warte mal, kann ich das schnell essen? Ich würde es gerne essen. Ja! Dadurch kriege ich wieder ein halbes Herz zurück. Oh, dann kippe ich wenigstens nicht um. Oh, ich habe mal schnell eine Bambussprosse gegessen. Ob das so lecker schmeckt? So eine ganze Bambussprosse? Oh, aber der Nervenkitzel war gerade hoch. Ich fühle mich gerade ein bisschen überhitzt. Jetzt aber. Nee, leider nicht. Warte mal. Ich hab mich wieder selbst verwirrt. Schade. Ja, schade. Jetzt nur noch ein halbes Herz. Ja, da haben wir alles schon gemacht. Dann gehen wir jetzt ins Bett. Ja, dann der nächste Versuch hoffentlich. Ich brauche halt echt viel mehr Essen oder generell mehr Energie, aber... Oder ich konzentriere mich jetzt halt wirklich einfach nur runter in die Mine zu kommen. Vielleicht, also irgendwie so weit runter und auch das ganze andere Zeug, was ich jetzt looten könnte, dass ich das jetzt einfach liegen lasse. Wie lange hält so ein Herz? Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt wirklich so in Zeit bemessen... Also hast du ja gerade gesehen, ich hatte ein halbes Herz und dann habe ich die Bambussprosse gegessen und dann bin ich irgendwie noch die Hälfte des Weges noch gegangen nach Hause und dann war die Hälfte des Herzes auch weg. Also es dauert schon noch eine ordentliche Weile, bis so ein halbes Herz durchs normale Laufen verbraucht ist. Das dauert schon eine ganze Weile. Aber ja, ich weiß es nicht so genau. Also ich kann da jetzt auch keine richtige Aussage treffen, wie lange das möglich ist. Naja, schauen wir mal. Es ist ein bisschen traurig jetzt gerade. Ich bin schon ein bisschen traurig. Aber ich habe gerade so einen schönen Song gesungen. Der hätte mich eigentlich wieder aufmuntern müssen. So, ein Gemüse, das im Boden wächst, schmeckt im rohen Zustand sauer, gekocht, aber süß.
Naja, so sauer schmeckt eine Zwiebel aber nicht. Scharf schmeckt sie. Aber sauer? Würde ich jetzt nicht sagen. Mit sauer assoziiere ich eher sowas wie eine Zitrone. Vielleicht trinken wir einen Schluck. Oder auch mehr Schlücke. Darf ich, oder? So Leute, was habt ihr denn sonst noch am Wochenende vor? Ich würde mit meinem Sohn morgen gerne irgendwas machen. Irgendwas draußen, weil so schönes Wetter ist. Heute war tatsächlich ein bisschen zu viel zu Hause, weil ich noch ein bisschen was zu erledigen hatte. Papierkram technisches. Morgen geht's irgendwo raus. Ich weiß aber noch nicht was. Irgendwas draußen machen. Willst du einen Schneemann bauen? Ne, so weit ist es zum Glück noch nicht. Also wie wir Schneemänner machen. Arbeiten. Spielplatz? Ja, ist ein bisschen simpel. Ich will ja auch was davon haben. Ich will ja nicht auf dem Spielplatz. Bin zu alt dafür. Toffee anschauen. Ja, morgen 17 Uhr auf jeden Fall. Dürfte gerne. So, hier schön angeplänzt. Jetzt ist die Frage, soll ich direkt wieder runtergehen? Meine neue Strategie halt, ne? Entweder wirklich direkt wieder in die Mine gehen und dann halt so weit runter wie möglich, um dann irgendwo hoffentlich mal das Ding zu kriegen. Und halt viel Essen mitnehmen. Jetzt das gesamte Geld, was ich habe, in Essen reinbuttern und dann hoffen, dass es besser wird. Mein Sohn rennt im Moment gern durch die Bude, guckt sich um, guckt mich an und sagt, oh nee, kaputt. Was? Was? Das ist ja auch irgendwie süß, aber irgendwie auch befremdlich, oder? Also ich kann nur noch drei kaufen. Ein Baguette kann ich noch kaufen. Oh, oh. Wenn die Kleinen sprechen lernen. Aber das ist so... Ich hätte mir da jetzt ein bisschen Sorgen gemacht, warum immer nur kaputt. Warum immer nur kaputt denn? Ich hoffe nicht, dass bei dir ständig was kaputt ist. Das hoffe ich wirklich sehr. Harvest Moon anfangen und mit Hundi raus. Oh, schön. Manchmal vermisse ich die Zeiten, wo ich einfach nur eine Kleinigkeit erledigen musste und dann direkt danach wieder zocken konnte. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt muss ich mir das ziemlich krass freiräumen. Hoffen, dass ich es irgendwann mal wieder drin habe. Almschi, dankeschön, vielen Dank. Ihr seid heute wieder übergroßzügig, ne? Dankeschön, vielen Dank. Danke, 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 danke. Ihr habt wieder euren großzügigen Tag. Das weiß ich sehr zu schätzen. Vielen Dank. Also, neue Strategie. Runter, so weit wie möglich runter. Und wenn wir einen neuen Kristallstein sehen, dann den looten. Ansonsten wird nichts gelootet. Das hier ist nicht, ne? Ich kann einmal drauf... Ja, Rohglas Edelstein. Okay, alles klar. Nee, eben, wir dürfen nicht. Ich muss eher weiter runterkommen. So, hier kann überall der Weg sein. Ja, hier ist er. Nein, du sollst da runtergehen. Er sitzt bei mir auf dem Schoß und grinst. Oh, süß. Wenn wer lieb ist, dann kriegt er sie ein Abo. Oh, das ist sehr lieb von dir, Almschi. Dankeschön. Ja, ich habe auch so meine nicht so lieben Phasen, aber meistens bin ich lieb. Meine Mods würden jetzt sagen, Toffi, der ist nie lieb. Aber das sind halt die Mods. Warum heißen sie Mods? Weil sie motzen. Oh, Toffi. Boah, Alter. Hat er jetzt seine Mods beleidigt? Was denn mit dem los? Was für ein Affe. Da kann man jetzt nichts raus. Ach, das ist Bronze, okay. Ich wollte nur sicher gehen, was es ist. So, ich drücke die falschen Knöpfe. Ha, sehr gut. Das ist ja eh normal. Toffi ist schon ein ganz lieber... Oh, Ryan, mal ganz neue Töne von dir, Ryan. Normalerweise, ne? So, ich muss sicher gehen, was es ist. Eisen ist... Guck mal, ich habe ein bisschen Glück. Almschi, du hast mir Glück gebracht. Guck mal, jetzt habe ich wirklich Glück. B4.
Aber ich, nee, ich, komm, ich verschleudere jetzt keine Energie mehr für diese Dinger. Ich weiß ja, dass es das Falsche ist. Wo hab ich denn, wo ist denn immer das? Da vielleicht? Hier vielleicht? Nee. In die andere Richtung vielleicht? Da? Boah, Alter, ich hab... Eben hatte ich noch so viel Glück und jetzt Pech. Was? Stein habe ich gefunden. Wow, yeah, geil, Stein. Ah, hier. Also einerseits finde ich es ja cool, das mit den Steinen runter, aber so langsam nervt's. So, B5. Gut, wie sieht das denn? Es ist mega verwinkelt hier gerade. So, jetzt haben wir nur noch ein Herz. Schnell mal essen. So, hier ist nix. Nee. Oh Gott, ist hier überhaupt nichts? Da, ja, ich muss wieder hier durch. Oh Gott. Warte. Aufpassen, Steine kommen von oben. Ich nenne sie in Zukunft... Was wollte ich gerade sagen? Ich nenne sie in Zukunft nämlich nur noch Schweine und nicht Steine. So. So, kommt da jetzt mal was? Achso, das war schon. Und hier, ach, stimmt, hier ist ja auch noch ein großer Bereich. Okay. Ja! Oh, ich muss doch endlich mal was finden! Diese Steine, ja Wahnsinn, ne? Ja, okay, Toffi, du stinkst. Danke. Jetzt fühle ich mich wieder viel besser. Okay, das waren auch nicht die richtigen. Und das ist ja auch nicht schlimm, dass Ryan das geschrieben hat. Ist ja nur die Wahrheit, ne? Also von dem her. Macht sie jetzt dafür nicht fertig. Sie hat ja nur die Wahrheit ausgesprochen. So, da hinten vielleicht. Hier sind noch Möglichkeiten. Da. Eher so mittig, glaube ich, ne? So am Rand oder eher in so Gassen drinne war es, glaube ich, bisher nie. Ah, siehst du? Es war, glaube ich, auch nur so eine Regel bei anderen Farming-Spielen oder sowas. Wenn du weiter, wenn du irgendwie runter wolltest, dann durftest du nicht am Rand irgendwie suchen, sondern eher so mittig, glaube ich. Hat man in Harvest Moon eigentlich irgendwann auch freie Hand oder quatschen die dich ständig voll? Bin noch am Anfang und dieser Doc nervt irgendwie. Ja, nee, das ist nur der Anfang. Das ist wirklich nur der Anfang. Da brauchst du keine Angst haben. Das ändert sich noch. So. So, hier vielleicht? Oh. Ich will doch nur weiterkommen. Ah, hier. Nein! Oh Gott, Leute. Ich bin schon wieder... Auf welcher Ebene sind wir jetzt? 8. Das ist aber wieder das Falsche, ne? Eisenerz. Das ist wieder das Falsche gewesen. Mann, no! Ich will doch nur weiter in der Story kommen. Ich muss mein Ding halt bekommen. Hier, wie heißt es? Mein Stall. So. Okay. Da ist das hier. Hier vielleicht noch irgendwo. Das macht mich wahnsinnig. Wahrscheinlich eher hier irgendwo. Na, wobei, nee, da ist nichts mehr, ne? Nee. Wobei, doch, da. Na, da war. Hier war was, ne? Nervenkitzel! Jetzt hier. Komm, bitte, bitte lass es jetzt endlich mal das Ding sein. Der Anfang ist hackelig. Ja, es ist jetzt... Das ist aber wieder nur Dings, ne? Ich trau mich nicht drauf zu hauen. Wieder Eisenerz. Ich hab keine Energie mehr fast. Ich hab fast jetzt nur noch... Ich hab da 3,5 Herzen.
Piano. Na. Ich kann auch gar nichts mehr dazu sagen, Leute. Ich bin frustriert. Das dauert ja ewig, bis ich da an Silber komme. Warum ist Silber so weit unten? Wir müssen doch nur unseren beknackten Stall irgendwie bekommen. Ich verstehe es nicht. Hier vielleicht? Ja, hier, okay. Warte. Eine Möglichkeit, deine Spitzhacke aufzubessern, hast du nicht, oder? Nee, aktuell gar nichts. Ah, guck mal, jetzt sind wir bei 10. Und hier sind interessante Fische auf jeden Fall. Kann ich es jetzt speichern, die 10? Oh, bitte. Guck mal, wir sind jetzt den direkten Weg weiter nach unten. Ey, bitte lass die 10 abspeichern. Das wäre so schön. Das wäre so fantastisch. So, das ist auch kein Silber, ne? Silber! Ich hab Silber! Ich hab Silber, Leute! Ich hab Silber! Ich hab Silber! Da werde ich zum Affen. Okay, die Frage ist, ich brauche aber viel Silber. Ach komm, lass es bitte gespeichert sein. Das wäre so schön. So, da hinten kann ich nicht lang. Das heißt, ich gehe am besten mal hier. Ah, hier kann ich auch nicht lang. Ja, gut, da muss ich sowieso raus. Weil jetzt... Nein, 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 nein! Okay. Aber wenigstens habe ich Silber gefunden. Wenigstens habe ich Silber gefunden. Yay. Ha, schön. Ich fand dich draußen liegen. Nee, ich war in der Mine. Du warst in der Mine. Hör auf zu lügen. Voll der Lügen-Doc. Phew. Ich fühle mich jetzt so gut, Leute, ne, dass ich das geschafft habe. Oh, ich fühle mich so gut. Schön. Jetzt brauche ich auch wenigstens kein Geld mehr für die Dinge ausgeben. Das war jetzt echt ein Riesen-Act. Ich hoffe, sie ändern es, dass die Leiter bleiben und nicht jedes Mal neu gemacht werden muss. Ja, also, wobei, wenn jetzt die 10 tatsächlich gespeichert wird, dann finde ich es noch okay. Das hat ein bisschen was von alte Schule. Könnt ihr euch noch zum Beispiel an die ersten, oder, was heißt die ersten? Super Mario World zum Beispiel. Das ist ein Nintendo, ein SNES-Spiel, ein Super Nintendo-Spiel gewesen, wo du tatsächlich immer nur nach gewissen Anzahl von Leveln speichern konntest. Und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, du musstest 5 Level machen und wenn du irgendwo bei Level 4 gestorben bist und wirklich keine Leben mehr hattest, dann musstest du alles von vorne machen. Musstest diese 4 Level nochmal machen. Und wenn du dann eben das 5. Level erreicht hattest, konntest du dann wieder speichern und dann halt eben von da ab immer wieder von vorne spielen. Hallo Lauri, hallo! Das, wie gesagt, das ist halt irgendwie so ähnlich. Du musst jetzt quasi auf Stufe 10 kommen und wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, dann ist es dein eigenes Pech und sowas und dann musst du halt wieder von vorne anfangen. Kann natürlich triggernd sein, für viele Leute vielleicht auch so ein Punkt, wo sie sagen, nee, das ist es mir nicht wert, dann muss ich dieses Spiel nicht spielen. Aber ich finde es ehrlich gesagt... Also ich habe jetzt ein motivierendes Gefühl, nachdem ich das jetzt geschafft habe und wenn die 10 wirklich gespeichert bleibt, nachdem ich das jetzt geschafft habe, dann bin ich eigentlich, ich bin zufrieden tatsächlich. So. So und so. Gänseblümchen überall hin. So. So. Und noch gießen, weil es so schön war. Na, ihr Süßis. Oh, Lauri, du hast was verpasst. Die sind wieder alle durchgedreht. Haben sie wieder alle ihren großzügigen Tag gehabt hier. Das glaubst du gar nicht. So, aber wahrscheinlich reicht es nicht. Wir brauchen wie viel Silber? Silber zweimal. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich gehe mal kurz zu Doc und guck mal, wie viel ich da mit dem Silbererz, was ich bekommen habe, wie viel ich da machen kann. Wird wahrscheinlich nicht ganz reichen. Aber gucken wir mal. Wusste aber echt nicht, dass der Switch-Controller am PC geht. Doch, doch, tatsächlich. Also halt der Pro-Controller, ne? Nicht die Joy-Cons, nur so, um es als Information zu sagen. Also ich weiß nicht, ob die Joy-Cons gehen, aber ich glaube tatsächlich nicht. Aber der funktioniert ganz gut tatsächlich.
So. Nee, guck hier. Wir brauchen... Oh, shit. Ich habe keine Kohle. Wir könnten es eigentlich machen. Wir hätten eigentlich genug... Ich habe nur keine Kohle mehr. Kann ich ihm auch was verkaufen? Ah, guck mal hier. Ich kann dir direkt was verkaufen. Okay, ja dann. Komm hier. Verkaufe ich mal. Reicht's dann? Moment. Hä? Aber ich habe doch nicht nur ein Silbererz. Ich habe doch gerade mehr gefarmt. Moment. Ich habe 3 Silbererz. Und da steht doch, man braucht 1, um... Wartet mal. Warte, irgendwas habe ich übersehen. Also, erforderlicher Artikel ist 1 Silbererz. Und es kostet 15. Übersehe ich hier irgendwas? Hier braucht man 1 Bronzeerz. Und es kostet 7. Deswegen... Ach, ich habe keinen Platz im Inventar. Ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist das Problem. Ich könnte jetzt was verkaufen. Ich weiß nicht, ob das... Genau, hier. Ich glaube, ich verkaufe ihm mal Stein. Weil... Oder ich lagere es zu Hause, besser gesagt. Okay. Dies, ich bin selber drauf gekommen. Ich habe selber auf eine... Dein übrigens, hallo an dich. Ich habe ich gerade mit... erstmal abonnieren. Guten Abend zusammen. Dein, dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vor einer Minute hast du gefollowed. Es tut mir leid, ich habe meinen Ton ausgehabt und war voll im Fokus. Dein, freut mich, dass du da bist. Danke für den Follow und Entschuldigung nochmal. Ich war jetzt gerade voll im Modus. Voll versuchen hier zu verstehen, was ich falsch gemacht habe. So. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. So, und jetzt muss ich ein bisschen was ins Lager legen. Lager legen. Alter, ist schon wieder 20 Uhr, ne? Bei Farming-Spielen vergeht die Zeit wie im Flug. So, also. Wir können jetzt hier ein bisschen was... Vor allen Dingen die 99 Steine müssen weg. Alle 99. Gut, und das andere ist halt eben die Frage. Ich meine, wir looten ja auch immer wieder. Wegwerfen vor allen Dingen. Ja, wir machen trotzdem jetzt mal alles weg. So, die brauche ich noch, genau. So, die brauche ich noch und die anderen beiden brauche ich ja auch für die Quest. Also von dem her passt es jetzt. Alles gut. Ah, ich habe schon Angst gekriegt. Was Toffi damit sagen will, dass er sich mit Absicht übersehen hat. Ja, natürlich. Hallo, mein Name ist Toffi und ich bin ein Arsch. Wegen mir, ich bin das Arsch im Barschbecken. Und ich bin das Kotz in der Kotztüte. So. Also hier. Silber und ich brauche 2 Stück. Wollen wir nicht zu viel herstellen? So. Jetzt. Stein, Bronze, Silber. War das eine lange Geburt, ne? Endlich sieht das ein. Ja, endlich habe ich es verstanden. Hallo Arsch, schön dich kennenzulernen. Was, habst? Guck mal, habst du die Materialien dabei? Oh, ich würde sagen, das macht Sinn, wenn es Herbst ist oder sowas. Herbst oder sowas. Aber ja, vielleicht ist es einfach nur seine Form von Reden, ne? Habst du die Materialien dabei, um die ich gebeten habe? Dann sollte ich den Tierstall in kürzester Zeit reparieren können. Ich sollte morgen fertig sein. Ja, nice. So, die andere Quest, die wir noch übrig hatten. Hochwertiges Brettholz und Vierkernholz und Stein. Das können wir tatsächlich auch angehen, weil wir haben eigentlich genügend Materialien, glaube ich, dafür. Also für 20 Steinplatten haben wir, glaube ich, schon genug. Nur die Kohle vielleicht nicht. Das kostet ja auch Geld. Aber das können wir als nächstes angehen, um die Brücke da mal zu reparieren. Weil der Stall, der braucht noch bis morgen und dann haben wir heute noch ein bisschen was zu tun, ne? Ne? Was?
Ich muss nur mit meinen Kleinen raus. Wünsche euch noch einen schönen Abend und vielen lieben Dank, Ryan, und natürlich auch an alle euch alle zusammen. Gute Nacht, ihr Lieben. Spyro, gute Nacht. Danke, dass du da gewesen bist.